Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 2, das Remake. Ja, in der letzten Folge durften wir uns mit ein paar Wowies anlegen und sind auf Ada getroffen, was mich persönlich freut, weil ich finde die irgendwie toll. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut und ihr habt wieder Bock darauf, dass ich mich erschrecke und rumschlottere. Ja, ist ja cool. Wow! Alter! Sag mal, du spinnst doch! Schön, dass dem Typen das so voll egal ist. Was zum... Okay, ich glaube, diese Dreierschuss-Serie... Ach, hierfür ist die Sicherung. Ah, sehr gut. Oh, ein Messer. Ein Messer. Okay. Gut, den haben wir weg. Haha. Aha. Okay. So, wo müssen wir jetzt... Was haben wir jetzt eigentlich? Was? Elektroteile. Moment, wird nicht auch auf der Map markiert, welcher Schlüssel gebraucht wird? Das ist der Herzschlüssel. Da brauchen wir das Kleeblatt. Das Kleeblatt hatten wir schon. Warte mal. Zweiter Stock. Wäschekammer, warte mal, da müssen wir über die Bibliothek. Ah ja, okay. Dann weiß ich wieder ungefähr wohin. Aber nur ungefähr. Ach, hier ist es so schön und hell. So, warte mal, Kumpel? Naja, war ja klar. Marvin! Oh nein. Verdammt! Ich beende das, Lieutenant. Okay, jetzt haben wir ihn quasi schon gehäutet. Okay, alles klar. So, bevor ich wieder falsch renne. Ich wusste es. Oder? Doch. Der Bibliotheca. Da müssen wir hin. Okay. War das hier? Ja. Marschieren wir hier ganz cool durch. Wir hier hin. Müssen wir hier hin. Ey, das hat ja tatsächlich mal geklappt. Mann, ich bin ja begeistert von mir. Zum ersten Mal nicht total verrannt. Okay, einmal Schießpulver. Was haben wir hier? Ach, wieder so ein Tresor. Ein Tresor. Lass die Dinger. Stell mich da immer so ultra scheiße an. Okay. Aha. Aha. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 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
So, warte mal. Dann. Aber das hier irgend. Das Büro waren wir ja schon. Das ist ja nur noch die Tür, oder? Ja, aber Dusche ist nicht verkehrt. Ah, stimmt, hier rennen ja auch gerne die Licker rum. Lass dich nicht stören, Kumpel. Na? Geh auf. Ah, da können wir gleich in die Dunkelkammer. Ja. Ich da irgendwas gehört? Meinte, da hätte ich irgendwas gehört, aber nein. Okay, gut. Warte mal, herausnehmen. So. So, dann lass mal gucken. Na, Quatsch. Hier. Oh. Ja, so. DCM. Ja, das hat man, glaube ich, schon. Dank der Schlauenlist. Oh, das können wir wegwerfen. Das ist schon mal gut. Der hat seinen Dienst getan. Ja, wegwerfen bitte. Munition brauche ich jetzt langsam. Schießpulver, okay, rausnehmen. Nennen wir das 20 Schuss. Ach. Munition ist hier echt Mangelware. So, warte mal, da müssen wir. Ah, da. Okay, bist du richtig tot? Okay, schauen so. So, dann. Nein! Ach, genau das meine ich. Erstmal gleich in die falsche Tür rennen. So, benutzen. Ja. Okay, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Also die 103. Entschuldigung. 103 und 103 und 203. Alles klar, lässt sich merken. 103. Enter. Messer. Enter Messer. Ja. Warte mal. Und 203. Genau, Enter. Tasche. Taschen. Schön. So, müssen wir eigentlich alles haben hier. Eine Tasche. Eine taschige Tasche. Sie ist viel taschiger als alle anderen Taschen, die ich bis jetzt hatte. Und ein Mike-Messer. Okay. Okay. Das. Der Zugang ist versperrt. Warte mal. Da war doch irgendwo. Wo war denn das? Was hier? Kunstraum, zweiter Stock. Eingangshalle. Warte. Okay, warte mal. Müssen wir wieder in die Eingangshalle. Und die Eingangshalle war. Das hier durch. Ja, ich glaube, jetzt machen wir die große Hafenrundfahrt gerade. Ja, ist okay. Wow. Oh. Alter! Spinne ich rum? Okay. 3 Schuss reichen in der Regel. Wenn man nicht immer nur auf den Arsch schießt, wie ich das gerne mal gemacht habe. So. Okay, jetzt sind wir hier. Dann müssen wir. Weiter Stock. Da müssen wir einmal hoch. Na ja, gut. Gesundheit geht. Leicht angekratzt. Ist das auch richtig? Ja.
Schnauf, schnauf. Ja, wird uns allen so gehen. So, dann ist das hier das hier. Dann ist das hier das hier. Ey. Ich bin ja auch toll. Ach. Ah ja, genau hier. Weil wir haben ja eine Kurbel. Jetzt Kobelinski. Sesam, öffne dich. Warte mal, warum habe ich da eigentlich ein schlechtes Gefühl bei? Okay. Und jetzt? So, hier bräuchte man einen herzhaften Schlüssel. Oh. Jetzt wäre ein Brett gut. Okay, den Schlüssel haben wir nicht. Dafür haben wir jetzt sowas. Okay, auch in Ordnung. Ja, den haben wir nicht. Haben wir hier einen Schlüssel? Nein, das ist der herzhafte Schlüssel. Ich bin ja doof, warum... Könnt ihr natürlich das Messer nehmen. Nö, das wäre ja... Achso. Ah, die Kurbel hat ihren Dienst erledigt. Können wir wegwerfen, alles klar. So. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir die Treppe mal hoch. Mal gucken, was da kommt. Ah, warte mal. Das nehmen wir mit. Und bevor uns da unten wieder was reinrasselt, nageln wir mal eine Runde. Verstehst du denn? Nageln. Ach, das ist so scheiße. Ja, ich merk's ja schon selber. So. Ich hab nämlich keine Lust, dass mir hier nochmal was entgegenkommt. Du bist tot. Du bist tot und bleibst es hoffentlich auch. Bei Zombies immer so schwierig. Okay. Also, dann haben wir hier ein Spind. Darin ist eine Blendgranate. Okay. Und Munition. Das, na komm, hier. Mit. Das ist gut. Haben wir hier irgendwo noch was? Muss ich an The Walking Dead denken bei dem Hut. Ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Wo, geht's denn hier lang? Hallo, Kumpels. Ein großes Zahnrad. Na klar. Für den Menschen, der schon alles hat. Oder was? Ah, ich hab dir die Mütze weggeballert. Hi. Oh, das hat gut gesessen. Heb der Esama. Du hast doch einen Arsch offen. Also, der spinnt doch hart. Alter. Okay. Lost Child. Okay. Hallo? Da lang. So, dann mal eine Tür, die türig ist, aber sich nicht öffnen lassen will. So. Die schüchternen Türen von heute. Okay. Glänzchen. Haben wir was, womit wir es... Nee. Okay. Dann einmal hier runter.
Verdammt. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr zurück. Was machst du, Hebel? Ein Hebel? Was machst du? Oh. Okay. Da können wir maximal duschen. Rote Bänke. Wer kennt sie nicht? Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe so in der freien Natur noch keine rote Bank gesehen. Laute, komische Geräusche. So, kombinieren. Ja, dann kombinieren wir dieses hier auch. Ja, ich höre euch schon rufen. Geh doch nicht so verschwenderisch mit deiner Munition um. Ja, entschuldige, ich bin halt so einer. So, habt ihr jetzt davon? Okay, ein Hebel. Von rechts auf links. Was es uns bringt, weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, das verändert den Wasserfluss da oben. Oder den Flusslauf da oben, wie auch immer. Ah. Someone lose a key. Ah ja. Warte mal, aber... Warte mal, das? Oh ja, echt. So, warte mal. Messerinski, das... Verstorbenes Schießpulver, weil das Messerinski macht es nicht lange, deswegen will ich das noch behalten. Da... Kombinieren, dann packen wir das weg. Rausnehmen, kombinieren. So, ich weiß nämlich, das Messer werden wir noch öfters brauchen. Ach, Schießpulver, rausnehmen, kombinieren. Wieder ein bisschen Schrotflintenmunition. Also richtig auf den grünen Zweig kommt man ja auch nicht. Aber ist in Ordnung, mit uns kann man es ja machen. Jedenfalls mit mir. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut. So. Okay, jetzt haben wir diesen Schlüssel, dann müssten wir wieder da hier zum Dingens zurück. Ihr wisst schon, da beim Keller und so. Okay, alles klar. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich meine, das da unten war ja für den... Ah ja, wusste ich doch. Ja, Okay, jetzt haben wir das gelöscht. Das bringt mir jetzt was? Irgendwie null. Ah, warte mal, da kommen wir da oben jetzt durch. Irgendwie war das so. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott! Ja, das, oh nein. Okay. Okay, weil den kannst du so einfach da nicht ausweichen. Der haut mir sonst hart in die Fresse. Ja, ja, und an der Seite vorbei und... Oh, nee, echt? Steh auf. Danke schön. Ja, gut. So kann man auch an ihm vorbeikommen. Alles klar, jetzt nur nicht stressen. Warte mal, nein. Ach doch, da müssen wir doch. Nee, Quatsch. Wie lang? Wir müssen doch. Warte. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? So, zweiter Stock. Erster Stock. Beobachtungsraum. Wir sind auf dem zweiten Stock hier. Ungefähr hier. Okay. Da hinten ist die Treppe. Ah, genau, da hinten ist dort die Treppe, wo wir dann runterkommen. Ja, genau. Jetzt wird's nervig, wenn der uns die ganze Zeit nachrennt. Oh, das habe ich nicht vermisst. Danke, Annika.
Da geht mir dann immer die Pumpe. Ja, weiß ich. Komm hier, nutz Schlüssel. Schön. Schlüssel geused. Bist du tot? Okay. Bist du tot? Ja, bist du. Was ist das hier? 6, 2, 11. Okay, warte mal. Notiz, was besitzt? Das ist. Welcher Tresor war das? Ach. Ach, das ist doch diese Schatulle, wo wir hier eigentlich hier Dings brauchen. Okay, warte mal. Okay, ist clear. Ja. Und wenn jetzt? Da sind wir. Okay. Gehen wir mal hier durch. Noch irgendwas? Mr. X? Würden Sie in Betracht ziehen, aufzuhören, uns zu jagen? Wäre cool. Geht der gleich hier? Nee. Ich weiß gar nicht, nach welchem Algorithmus das eigentlich läuft, wie der uns jagt. Das würde mich mal interessieren. Was ist das zufällig einer von euch? Hier, warte mal. Okay, wo ist das nächste? Wo hier? Lagerraum Ost? Nee, das ist mit Herz. Hä? Stars Büro. Hier? Ah, Aktenraum. Dann müssen wir hier einmal. Wo sind wir denn jetzt? Im zweiten sind wir, ne? Ja, da. Wenn wir jetzt hier lang rennen, dann nach rechts und dann wieder rechts durchs Wartezimmer, dann kommen wir in die Eingangshalle. Warteraum. Okay, warte. Quatsch, wo war das jetzt? Ich bin so hart doof manchmal. Da. Im Erdgeschoss. Eingangshalle empfangen und dann. Ah ja. Da rechts durch. Alles klar. Machen wir doch. Der rennt hier auch rum als, also Mr. X rennt hier auch rum, als würde er einfach nur mal regulär spazieren gehen. Aber ich weiß nicht, dafür, dass das die ach so tollen Bio-Waffen sind, sind die manchmal irgendwie, naja, nicht so effektiv. Ich weiß nicht, und so ein Pharmakonzern wie Umbrella, der müsste ja, ach, warum machen die das eigentlich? Also, ich meine, die brauchen doch hier nichts für die Kriegs... Ja, ist ja gut, hör auf mich zu erschrecken, du Arsch. Die haben das doch eigentlich gar nicht nötig. Schon allein mit regulären Medikamenten verdienen die doch mehr als genug. Oh, ein Drucker. Da kann man so viel Spaß mit haben. Okay, der Schlüssel ist auch genutzt. Okay, was haben wir hier noch? Ah! Und wir können es nicht einpacken. Warte mal, wir machen anders. So, kombinieren, weil Pistolenmunition brauchen wir eh. Ist halt so. Okay. Dann packen wir dich ein. So, weil das brauchen wir dann. Hier ist noch irgendwas. Wo ist denn hier noch was? Da war Kackeiern. Okay, lassen wir ihn reinkommen, oder? Ja, hi. Uah. Ach, eine Granate. Komm, nimm mit. Oh, kein Platz. Okay, dann. Warte. Nee, schmeiß mal weg. Ja, ist okay. Granate ist, cooler. Wow, nein! Ah! Wenn du glaubst, du kannst das mit mir machen, dann hast du recht. Ich bin weg. Okay. Wow, oh, Alter! Warte. So. Eingangshalle. Und dann gehen wir in die Bibliotheca. So machen wir das.
So. Zum Glück ist der Typ nicht ganz so schnelle. So, wir machen kurz einen Abstecher über die Truhe, weil ich will wissen, was jetzt in der Kiste drin ist. Und dafür brauchen wir... Ja, das verstauen wir jetzt so. Das Juwel. Genau. So, dann... Da muss alles ein bisschen zügiger gehen. Ah, und... Und... Eine Polizeimarke. Da will mich doch jemand... Was? Besonderes Abzeichen für das Sondereinsatzkommando STARS. Okay. Ah, ja. Aha. USB-Dongel. Ah, ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Schau mal. Sind wir auf der richtigen Seite jetzt? Ne, wir müssen auf die andere Seite. War klar. Okay, dann ziehen wir dich erstmal hier lang. Nein, geh bitte nicht. Natürlich nimmst du den Weg. Das war ja so klar. War ja klar, warum auch nicht, ne? Ja, kann man machen. Ist cool, kann man machen. Ist in Ordnung. So. So, okay. Benutzen. Alles klar, Leon. Zeig mal, was für ein Schieber du bist. Na, oh, jetzt kommt der schon wieder. Lauf, Leon! Ah, Treppen kannst du bestimmt nicht. Ja, ja. Ja, komm doch. Komm doch. Warte mal. Der kommt echt? Alter! Verarschen anderen! Wieso kann der Treppen? Hallo, du bist viel zu fett für Treppen. Oh. Ja. Naja, warum nicht? Mit mir kann man es ja machen. Ist klar. Ja, rennen wir halt ein paar Runden. Mopsi-Düdel-Doof. Ja, machst du weiter? Okay, und... Hau ab. Ist der jetzt da runtergesprungen? Nein! Oh, Mist. Ich wollte doch weg. Oh. Warte mal, vielleicht... Ja, komm. Dann machen wir ein Tänzchen, Mr. T, Mr. X. Ja, komm hoch. Komm, put. So. Wenn der nämlich da hoch geht, gehen wir hier runter. Ja, mach weiter. Ja, der springt hier einfach runter. Ja, ist fair. Ist fair. Okay. Noch sieht's ganz gut aus. Warum geht der nicht geradezu? Gut, ich will mich nicht beschweren, aber hey. Okay, was haben wir hier? Ah, cool. Kraut. Ja? Aha. Jetzt hätte ich dir geglaubt, dass du tot bist. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Okay. Was ist hier? Eine Tür. Lagerraum Ost.
Hier waren wir doch schon. Aber ich habe hier irgendwie Munition übersehen. Okay, aber das ist eine ganz gute Möglichkeit, ihn zu umgehen. Welche? Hi. Hä? Okay. Turm. Ja, geh mal weg. Geh mal weg. So. Uhu. Bist du weg? Nee, natürlich nicht. Kann ich mich hier verstecken oder so? Ja, vor dem Verstecken kannst du dich nie wirklich. Okay, der sagt sich jetzt gerade, okay, ich hab da keinen Bock mehr. Mach alleine. Reparaturplan. Ort Polizeistation westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werden euch einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Okay. 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 Gut, wir können es wieder einpacken. Auch in Ordnung. Dann geht uns da was. Nee. Kommt der hier auch rein eigentlich? Warte mal, was war da? Ach, das war das. Hier brauchen wir noch irgendwas. Da, ah, eine Kiste. Eine kistige Kiste. So, was haben wir? Ein Zahnrad. Noch eins. Ja, das ist noch was? Hier brauchen wir das hier. Das passt von der Größe. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt haben wir da schon mal was angeschmissen. Dann nutzen wir dieses. Okay. Ja, toll. Dann weißt du doch gleich, wo ich bin, oder? Ah, oh, schön. Ja, nennt mich den großen Uhrenturm-Reparierer. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Ja, warten, wir haben das... Naja... Ja, nicht wirklich repariert. Okay, warte mal, hier hinten war noch ein Türchen. Und das Türchen ist hinten, also quasi ist es ein Hintertürchen, verstehst du? Also, wo bin ich jetzt? Lagerraum West. Okay. Ah ja. Schießpulver. Groß. Oh, gut. Gut. Aber mehr kann ich jetzt da auch nicht. Muss ich doch wieder zurück. Oh Mann, und die Folge wird schon wieder hart lang hier. Ah, na gut. Was muss, das muss. Wo ist er denn eigentlich? Er ist da, wo ich lang muss. Natürlich ist er da. Ah! Alter. Naja, gut. Abkürzung anders. So, warte mal. Bibliothek, warum ist die nicht geklärt? Aber wartet, wartet. Ist mir egal, dann wird die Folge halt recht lang.
Aber ich will noch ins Stars Büro, wo ich hier Feierabend mache. Nee, das war dieses. Das Büro müsste hier sein. Stars. Genau. So, dann haben wir hier nämlich. Ah. Dann mach mal auf das Türchen. Den müssen wir wieder einpacken. Oh. Ja. Toll. Gut. Liebstars-Mitglieder, an meine lieben Stars-Kameraden. Wie läuft es bei euch auf der Station? Müsste ich euch immer noch mit dem alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher vorstellen, gut vorstellen, was wir unter einem Regenschirm getrieben haben. Ihrem Regenschirm. Europa ist fantastisch. Ein Moment reicht bei weitem nicht aus, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry. wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht alle die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlasst die Bräute ruhig mir. Jill und Claire versuchen... wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield. Ja, du alter Windhund. Okay. Gut, dann gehen wir durch La Bibliotheca. Aber hier ist doch anscheinend auch noch was. Oh. Wo ist hier was? Oh, da ist was. Ah. Ist jetzt... Ah, die ist jetzt auch blau. Gut, gut, gut. Okay, und weiter. Vollgepackt bis sonst wohin. Ich glaube, die Desert Eagle, die sparen wir uns auf. Normale Schießpulver? Doch. Warte mal, wenn ich da... Eine große Menge Schießpulver stellt vergleichbar mit normalen Schießpulver die doppelte Munition her. Oh. Nee, dann packen wir das erstmal weg, damit wir damit dann Schrotflintenmunition machen können. Genau, so würde ich mir das vorstellen. So, dich verstauen wir auch. Die Granate nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. So, Freunde, aber ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.